Okay, und das heißt, wir haben drei Eggs und alle drei neue. Jetzt muss eigentlich direkt das Huge folgen, Leute. Klicken wir es an. Klicken wir es an. Und es wächst, und es wächst, und es wächst, und es wächst, und es wächst. Und es sieht... Hey Leute, jetzt willkommen zur neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Pet Simulator X. Und Jojo, wo ist denn bitte dein Kopf? Ja, den habe ich verloren, aber das ist heute egal, weil heute sind wir in Pet Simulator X. Werden wieder ganz viele Robux für das neue Exclusive Dominus Egg ausgeben. Und so weiter und so fort, Leute. Es gibt jetzt einfach Kometen. Wie krass ist das denn bitte? Und diese schlagen jetzt random irgendwo auf der Map ein. Dann kann man diese abbauen und kann dann da sogar vier coole neue Pets rausbekommen, von denen zwei sogar huge sind. Natürlich nur, wenn man Glück hat. Und ich weiß nicht, ob wir heute einen Kometen sehen werden. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was wir heute sehen werden, Leute, ist das neue Dominus Exclusive Egg, Leute. Und das erinnert mich sehr an den Start von Pet Simulator X. Was ich damit meine, erfährst du gleich. Lass gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und Aktivglocke, um gerade einen coolen Roblox Videos mit zu basteln. Und ich würde sagen, Leute, los geht's nach dem Intro. Ich bin euch ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, ob wir heute einen Meteoriten, einen Asteroiden sehen werden, ob heute irgendwo einer einschlägt und ob ich den überhaupt sehen werde. Aber wenn ja, wäre das auf jeden Fall cool. Ich zeige euch gleich auch noch die Pets, die dort rauskommen. Allerdings, ja, Leute, haben wir heute einiges zu erkunden. Und zwar einmal öffnen wir 10 bis 20 Mal dieses Eck hier. Und Leute, dieses Eck erinnert mich sehr krass an, ja, den Start von Pet Simulator X. Weil damals, als das Spiel rausgekommen ist, gab es hier oben diese Höhle hier links, Leute. Die kennt ihr alle und wenn ihr am Anfang beim Pet Simulator X dabei war, Leute, war dieses Eck das allerheftigste Eck, das Dominus-Eck. Dieses Eck habe ich, glaube ich, ja, eigentlich mit am meisten geöffnet, Leute. Und ich muss schon sagen, es gibt auf jeden Fall alte gute Zeiten auf dieses Dominus-Eck. Und jetzt haben wir ein Dominus-Exclusive-Eck mit einer Titanic Dominus und ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Wir werden ihn zwar nicht bekommen, aber hoffentlich ein Huge, Leute. Ein Huge wäre mega, mega nice. Und jetzt schauen wir mal zuerst bei der Pet Daycare vorbei. Außerdem gibt es da oben neue Leaderboards, so wie es aussieht. Mit Rap, genau, Leute. Es gibt jetzt Rap. Hier sehen wir die Rap, Leute, bei unseren Huge Pets. Die gibt es nur bei Huge Pets, Leute. Und weil es gibt ja jetzt im Trading Pass diese Aktionssache da, aber da kann man dann nur Huge Pets reinstellen und da wird halt der Durchschnittspreis genommen und dann eben darunter geschrieben. Das heißt hier zum Beispiel, Leute, welches ist mein seltenstes Huge Pet eigentlich, Leute? Okay, okay, okay. Es ist, Leute, es ist der Huge Neon Twilight Wolf für 60 Billionen Rap fast, Leute. 60 Billionen ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber eventuell bekommen wir heute ein weiteres Huge Pet oder eventuell sogar ein Titan Pet, Leute. Das wäre mega krass. Schauen wir mal kurz hier rein, Leute. Boom! Das hier ist sowieso mega OP, Leute. 74 Millionen Diamonds, 800 Millionen Cartoon Coins und die ganzen Boosts, Leute. 400 Lucky Boosts. Wie viele Lucky Boosts habe ich inzwischen, Leute? Schauen wir nach, Leute. Ah, 13.000. Ach so, okay. Ja, die können wir auf jeden Fall spammen bis zum geht nicht mehr. Hier Boost Mastery, Leute. Egg Mastery habe ich Max und Boost Mastery. All Boost last longer. Das muss ich eigentlich mal in Angriff nehmen, Leute. Das muss ich eigentlich mal in Angriff nehmen. Und jetzt wird da unten die ganze Zeit Super Lucky Boost activated stehen. Das ist gar nicht gut. Und wir schauen uns jetzt mal die neuen Komet-Pets an. So, Leute, hier gibt es diese Kometen, die halt irgendwo random spawnen. Du kannst sie halt sehen und dann kannst du da hingehen und kannst diese quasi abbauen. Dort gibt es diese Pets drinne und ja, hier sehen wir sie, Leute. Den Huge, Comet Agony und den Huge Comet Cyclops. Oder halt die normalen Leute. Und ich denke mal, die Huge werden sehr, sehr selten sein. Das heißt, man muss halt viel Glück haben. In dem Komet befindet sich so ein Eck hier, welches man selbstverständlich öffnen kann, sollte man den Kometen kaputt gemacht haben. Und dann gibt es jetzt hier dieses Rap, was ich eben gezeigt habe, Leute. Das sind halt quasi aber den Durchschnitt von dem ganzen, ja, Aktionsdings da auf jeden Fall. Neue Leaderboards sehen wir hier, haben wir auch schon gesehen, Leute. Und dann gibt es noch das Exclusive Egg und wow, oh mein Gott, Leute. Dieses Titan-Pet sieht mega krass aus, das brauche ich. Und die hier sehen auch heftig aus, Leute. Die Huge Pets alleine. Das hier brennt einfach und das hier hat Blitze und so. Und wow, ich brauche eins davon, Leute. Ich brauche eins davon. Unbedingt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir heute einen Komet sehen werden. Ich denke mal, die werden sehr, sehr selten sein. Aber vielleicht fällt hier irgendwo irgendwann einer runter und wir können ihn eventuell hoffentlich öffnen. Aber was wir jetzt erstmal öffnen werden, Leute,
Ja, wir werden wieder Robux ausgeben. Ich habe zwar aktuell nicht so viele Robux, aber egal. Wir kaufen uns jetzt 10 des neuen Exclusive Dominus Egg und hoffentlich werden wir hier ein Huge Bet rausbekommen, Leute. Falls du dir Robux oder Robux Spiel kaufst, mach das doch gerne mit Starcode Jojo 3200 Robux gekauft und... Ja, Leute, ich bin arm. Was soll ich dazu sagen? Wobei, bevor wir die öffnen, Leute, dürfen wir nicht vergessen, wir müssen auf jeden Fall hier wieder unsere Pets reinhauen. Das Ganze machen wir doch jetzt direkt einmal. Boom, 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 Leute. Zack, zack, zack. Zack und zack. Und let's go. Viel Spaß euch da drin. Wobei, vielleicht hätte ich jetzt eins von denen nicht da reinhauen sollen, weil ich vielleicht eins brauche, um den Kometen abzubauen, falls einer hier kommen sollte, wo jetzt noch immer noch keiner da ist. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten neuen Exclusive Egg, Leute. Exclusive Egg Nummer 10 und 1,3% für ein Huge und 0,7% für das andere Huge. Okay, öffnen wir eins und let's go. Wünsch mir Glück, Pet Simulator X und boom. Der Empyreus Dominus, Leute. Empyrean Dominus. Sieht irgendwie aber cool aus, muss ich sagen. Ist zwar jetzt der schlechteste von denen, sag ich mal, aber immer noch nicht schlecht, Leute. Immer noch nicht schlecht. Und das kriegen wir hier raus. Das kriegen wir hier raus. Wow! Einen Storm-Dominus. Der sieht richtig krass aus. Und ich habe gehört, wenn man auf das Eck klickt, hat es irgendwie so ein bisschen mehr Luck. Das heißt, wir drücken jetzt einfach mal da drauf, Leute. Und ja, tatsächlich, da kommen so Luck-Emojis einfach raus. Und... Ah, oh, schade, ich dachte kurz ein Huge. Aber wir haben einfach alle drei neue Dominusse bekommen schon. Ja, das ist nice. Wir haben einfach alle drei. Moin, moin, moin. Ich kann sie nicht mal anschauen, Leute. Da sind sie. Da sind alle drei von den neuen. Okay, und das heißt, wir haben drei Eggs und alle drei neue. Jetzt muss eigentlich direkt das Huge folgen, Leute. Klicken wir es an. Klicken wir es an. Und... Oh, ein weiterer Empyrean Dominus. Oh, Leute, das ist alles so teuer. Es ist echt wirklich... Es kostet echt wirklich viel, Leute. Öffnen wir das nächste und klicken wir und. Oh mein Gott, noch einer davon. Ach, schade, Leute. Ich weiß nicht. Ich denke, wir werden kein Huge Pet bekommen. Es wäre allerdings mega nice, wenn wir eins bekommen werden, Leute. Und das nächste Eck geht auf. Wir klicken und. Come on. Oh. Immerhin ein Inferno Dominus. Der sieht auch cool aus, Leute. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, bevor wir hier weiter öffnen. Haben wir denn hier irgendwo einen Kometen rumliegen? Das wäre natürlich mega nice. Ich bin auf dem VIP-Server. Ich denke nicht, dass die hier so schnell spawnen. Aber das kann immer noch passieren, dass sie spawnen. Und falls sie nicht spawnen, ist es auch okay, Leute. Ich habe euch ja die Pets gezeigt. Aber es wäre natürlich nice, wenn wir hier selber irgendwo einen finden können. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Cartoon-Welt gehe, ob es, beziehungsweise zur Doodle-World, ob es dann hier jetzt vielleicht einen gibt oder ob das jetzt irgendwie wieder alles zurückgesetzt hat oder so. Ich weiß es nicht, Leute. Anscheinend ist hier aber keiner. Leider, leider, leider. Aber wir können ja weiterhin Ausschau auf jeden Fall halten und ich würde sagen, Leute, wir öffnen direkt das nächste Exclusive Egg und hoffentlich bekommen wir jetzt hier ein Huge Pet raus. Come on, come on, come on, come on, come on. No! Aber ein Inferno Dominus ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, Leute. Ist auch nicht schlecht. Und wir haben drei Stück noch, Leute. Wir haben drei Stück noch. Und let's go, 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 let's go. Und no! Einen weiteren Storm. Dominus, Leute. Ich glaube, das wird nichts mit dem Huge. Ich glaube, das wird nichts mit dem Huge. Aber ein Huge ist auch sehr, sehr selten, Leute. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und, wow, was bauen die denn ab? Hä? Hä? Habe ich die da dran gesetzt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber anscheinend schon. Okay, das heißt, wir öffnen jetzt, Leute, noch eins. Und let's go. Komm schon, wert Großeck, bitte, bitte, bitte. No, es wurde nicht groß, Leute. Wer hätte es denn auch gedacht, Leute? Wer hätte es denn auch gedacht? Und wir öffnen noch eins. Noch eins, noch eins. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. No, schade, Leute. Leider keine Huge Pet bekommen. Aber ich werde in Zukunft vielleicht noch ein Video machen, wo wir nochmal 20 oder so von den Dingern kaufen. Und natürlich öffnen, Leute. Das wird sehr, sehr teuer auf jeden Fall. Aber ja, falls du das sehen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und dann mache ich das. Schreib mal gerne in die Kommentare, wie findest du dieses Update? Ich habe jetzt leider keinen Kometen gesehen. Ich wünsche, das wäre halt irgendwie öfter da, weil irgendwie, ja...
weiß nicht, ich denke schon, die Huge Pets sind auf jeden Fall cool. Die Pets sahen auf jeden Fall auch mega nice aus. Aber es ist halt wieder sehr, sehr selten. Man muss warten, bis überhaupt einer kommt. Und da muss man Glück haben, dass man Huge bekommt. Es ist halt, man braucht halt sehr, sehr, sehr viel Glück. Leute, wisst ihr was? Wir konverten einfach unsere Exclusives zu einem Huge Egg für 800 Robux nochmal. Oh mein Gott, ist das teuer. Aber wir haben unsere Exclusives jetzt gut genutzt. Und jetzt, Leute, haben wir hier noch ein weiteres Egg. Ein Huge Machine Egg Numero Uno, welches wir jetzt öffnen können. Und Leute, let's go! Hier kommt ein Huge Pet raus. Wünscht mir Glück. Und es wächst, und es wächst, und es wächst, und es wächst, und es wächst. Und es sieht mega crazy aus. Der Huge Orca. Das habe ich noch gar nicht, oder? Nee. Oh, es ist gar nicht mal so schlecht, Leute, oder? Ich weiß es gar nicht, Leute, wie selten war das jetzt? Ich glaube, das ist eins der selteneren auf jeden Fall. Sehr nice, Leute. Ein weiteres Huge Pet für unsere Collection. Wir haben jetzt einfach schon 8 Stück. Und ja, leider haben wir aus dem neuen Mixed-Loop-Eck keins bekommen, aber eventuell ja im nächsten Video von Pet Simulator X werden wir sehr wahrscheinlich nochmal 20 Stück davon öffnen. Ich bin mega, mega gehypt und ich würde an der Stelle sagen, was das mit der Folge. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da und abonniert den Kanal und Aktglocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mit zu passen, würde ich sagen, Star-Code oder für die Robux oder Roblox bekommst, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!